Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. So richtiges Waschküchenwetter im Moment, so eine schwüle Suppe, die über Vorarlberg liegt. Und das bedeutet, in dieser schwülen Luftmasse sind auch kräftige Gewitter möglich. Das vor allem in der Nacht von Montag auf Dienstag, da kann es zum Teil kräftig schütten. Das Problem ist eher der starke Regen, zum Teil auch die Sturmböen mit dabei. Wie es so oft ist bei Gewittern, man kann nicht genau sagen, welche Region es genau betrifft, andere bleiben verschont. Beachten Sie kachelmannwetter.com, dort Radar Österreich bzw. Land Vorarlberg eingeben oder auch Storm Tracking. Da werden Sie genau informiert, welche Zugbahn die Gewitter nehmen, welche Regionen und welche Orte zu welchem Zeitpunkt betroffen sind. Danach am Dienstag die Wetterberuhigung, eine vorübergehende Phase, wo sich eben die Gewitter der Nacht dann auflösen. Die ziehen in den Morgenstunden rasch ab Richtung Allgäu, dann freundlich mit einem Gemisch aus Sonne und Wolken, ähnlich wie heute. Recht viele Wolken werden dabei sein, ein paar größere Auflockerungen dann über dem Rheintal. Aber es brodelt neu, im Laufe des Nachmittags bilden sich wieder einzelne Schauer, die dann aber im Wesentlichen auf das Bergland konzentriert, also Rätikon, hinteres Montafon und auch so Großwalsertal bis zum Hinterwald. Sonst bleibt es trocken, es ist noch leicht schwül, aber nicht so ganz drückend wie am Montag mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad. Auf der roten Wand, 2700 Meter, hat es 5 Grad. Oben wird man auch den Wind relativ kräftig merken, jetzt in den nächsten Tagen. Vorübergehend mischt der Wind auch im Flachland etwas mit, im Rheintal. Da müssen wir dann am Mittwoch genauer drauf schauen, ob er sich wirklich runtermischt, wie kräftig das er wird. Dazu morgen mehr bei Ländle TV. Am Mittwoch sonst ein Gemisch aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer mit dabei. Der Donnerstag sieht freundlich aus, Temperaturen um 23 Grad, dann nicht mehr so schwül und die Temperaturen auch am Freitag um die 24 Grad dabei, etwas mehr Wolken, weniger Sonne. Das Wochenende sieht nach jetzigem Stand dann wieder recht freundlich aus. Das war's vom Wetter, für Gott bei Ländle TV.